Enderman. Was ist ein Enderman? Minecraft. Teleport. Ah, rechte Maustaste ist Flashlight. Eigentlich nicht. Wichtig. Ja, jetzt würde ich laufen. Jetzt kommt der Kanonen-Sound of Doom. Also auf Tabulator ist keine Karte. Kannst du vergessen. Sieht da gruselig aus, Moik? Das wirst du sehen. Moik, willst du nicht doch Kopfhörer? Nein, danke. Nee, da können wir nicht hin. Das ist mir zu lame. Was ich dir noch als Tipp geben darf, ne? Rumdrehen ist immer eine ganz miese Sache. Was? Rumdrehen ist immer eine ganz miese Sache. Ich gehe am Zaun entlang und guck mal, was ich finde. Weil ich wette, der Typ hat Angst. Nee, da gehen wir nicht lang. Hast du ihn gesehen? Nee, ich hab weggeguckt. Effektiv. Lenny, hast du ihn gesehen? Gerade nein. Hätte ich? Ja. Bei irgendwo? Ja. Ihr seid gemein, das macht er mit Absicht, der ist gar nicht da. Doch, der war da gewesen, weil dann immer dein Bildschirm flimmert. Das ist nur die ranteste Karte. Ist das ein Anzeichen? Nee, du kannst am Zaun langlaufen. Ist das ein Anzeichen dafür, dass er da ist, oder ist das... Wenn es flackert, ist er ganz in der Nähe. Ach, ihr seid doch lame. Ich hab übelste Schiss. Kanonschläge kommen schneller. Hörst du das? Ich hör gar nichts. Kanonschläge kommen schneller, Rattack. Nee! Ich bin Produzent, Mann. Lame. Vertrau mir, die kommen schneller auf einmal. Vorher war das Boom. Pause. Boom. Ja, vielleicht werden die ja wieder ruhiger. Moi kommt da mit seinem. Sein Gesicht ist vor meinem. Volvo. Look. Seite und weiter, nicht stehen bleiben. Ich bin doch nur witzig. Diese, die hängen vorne dran, die werden halt immer random gespawnt. Moi, ich will jetzt sofort von dir wissen, da du das Spiel besser kennst als ich. Vom Kronk, let's test play. Bitte nicht diesen Namen auf meinem Kanal. Piep! Der, dessen Namen nicht genannt werden darf. Voldemort. Der Typ heißt bestimmt Annabelle oder so. Wir wollten hier mal ganz viel Werbung machen für HD-Meister LP. Ganz großer Let's Player. Also ja, einer der besten Deutschlands. Shorty LP. Wirklich, schaut mal bei ihrem Kanal vorbei, es lohnt sich. Mhm. Wisst ihr, wer da ist, der mich hier verfolgt? Das ist Shorty LP. What the fuck, das war ein Fehler. Hast du gerade was gesehen? Nein. Wie sieht er denn aus in etwa von der Körperform? Ja, jetzt sag doch mal. Da ist ein Zaun, da ist ein Zaun, da ist ein Zaun. Ich geh am Zaun entlang. Hast du vorhin das Bild gesehen? Welches Bild? Ja, so nett. Möck, sag jetzt sofort welches Bild. Das, was du aufgenommen hast, die Tagebuchseite, nämlich sein Tagebuch. Ja, das sieht aus wie ein Typ, der eine Kapuze trägt. Schön. Also, ich hab an, um die Story kurz zu erklären, hat jemand sein Tagebuch verloren. Er will es selber finden, aber wenn du es ihm wegnimmst, ist er ganz böse. Ja, warum nehmen wir es ihm überhaupt weg? Du bist also prinzipiell ein Dieb in dem Spiel, das ist lame. Ja, der Typ hat recht, uns abzuschlachten. Er schlachtet uns doch nicht. Was macht er dann? Er verschafft uns einen Herzkasper. Na toll, da sterben wir auch dran. Das ist eine andere Form des Schlachtens. Ja. Das ist modernes Schlachten. Aber ich wäre echt dafür, Lenny ist da dran. Nee. Danach spielen wir. Alter, mein Puls ist auf 280 Sachen. Deiner auch? Es sind gerade mal zwei Seiten, es sind 8. Insgesamt. Ja, weil 8 die magische Zahl ist. Die Zahl der Deutschen. Zahl des Dudmeisters, 1008. 280 B. Die magische Zahl, die Unendlichkeit. Sollte der Typ mich jetzt hier überfallen und rapen wollen, ziehe ich meine Hose runter und zeige ihm meine hochauflösende digitale Signatur. Das wird ihn so zu Tode gruseln. Geh mal kurz aus dem Bild. Dass er derjenige mit dem Herzkasper sein wird. Willst du meine Webcam in den Arsch drücken? Das ist deine Webcam? Nee, ich meine das so ingame-spezifisch. Warte. Ich werde den Spezialbutton auslösen, ziehe die Hose runter und dann geht's. Weißt du, was das Schönste ist, wenn du am Zaun entlang gehst? Was? Da läuft ja immer die kürzeste Bahn zu dir. Das heißt, da kann da irgendwann mal direkt neben dir sein. Warum hast du mir geraten, lauf am Zaun entlang? Das habe ich zu mir gesagt. Ich laufe jetzt am Zaun entlang. Du hast gesagt, da wäre ich sicher. Ich habe gesagt, da bin ich sicher. Ja, und warum bin ich da nicht sicher? Ich weiß es nicht. Das ist alles sinnlos und ein Spiel macht Panik. Ich bin im Ash-Catch-Modus. Los, Pikachu! Weiß der, wo wir sind? Wenn du einen Tagebuch beseitigt gefunden hast, immer. Das ist doch lame, warum kann der das wissen? Das
ist ein Stück Papier. Enderman, einmal angeguckt, findet er dich nicht. Und sammelt er nicht seine Seiten in der Zeit? Ja, weil er ein okay. Kleines Schwein ist und dich total. Sollte ich jetzt zu Tode erschrecken, werde ich eine Mail an den Spieleautor schicken, in der ich um Erklärung bitte, warum wir dem Typen sein Tagebuch stehlen sollen. Ach, übrigens, die einzige Tagebuchseite, die am Zaun ist, ist die am Laster. Nein! Lauf, 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 Licht aus! Lauf, 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 lauf! Habt ihr was gesehen? Bin ich der Einzige, der es gerade fertig gemacht hat? Ich hab da Augen zugemacht und hab Shift gedrückt. Der Typ will meinen Arsch. Den wird er aber nicht kriegen, denn... Wer sagt das? Am Zaun ist nichts mehr, Dave. Ich denke, da ist die Seite, die eine. Die hast du schon genommen am Laster. Das ist lame. Ich wechsle jetzt die Richtung. Ich gehe jetzt in den Forest. Geh in ihn hinein. Bist du sicher? Warum kann ich einmal die Glitch-Gebrüder sein? Habe ich nur das Gefühl, oder ist die Laufanimation unglaublich verhackt? Ja. Na seht ihr, da haben wir doch bestimmt noch eine. Oder was schätzt ihr? Eventuell. Naja, ich sag dir auch, da haben wir vielleicht noch eine. Wie heißt der Typ eigentlich? Ist der Slenderman oder? Der heißt Boris Entrop und ist da, wie sie erschießt von Heidi Klum. Das ist Eni von The Make-Love-Kiss. Alles klar. Das war Moix Erfindung. Nein. War die Erfindung ist überall. Lauter, wenn du rennst, ne? Ich weiß auch, aber ich weiß nicht, wo ich lang muss. Was wiegt eigentlich mehr? Lautstärke? Nein. Hörst du das? Atme in den Hintergrund. Lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter. Angst. Was wiegt eigentlich mehr? Lautstärke oder Licht? Lautstärke. Nee, Licht, Licht. Du hast ihn auf. Alles gut. Das ist jetzt nicht wirklich beruhigend. Wessen Idee war das mit Slender? Wir sind bei dir, das war Muix Idee, wollte ich das unbedingt. Ja, genau. Er hat gesagt, oh, jetzt hatte ich aber Bock auf Slender. Lenny hat mir die Obdachlosigkeit als Alternative angeboten. Was hab ich gar nicht? Er labert. Da ist er, da ist er, da ist er! Muix, Dave, rein, rein, rein! Renn doch! Du bist an den Zaun! Renn! Renn! Du rennst gerade gegen den Baum. Angst. Du rennst gegen den Zaun! Guck hin! Nee, wenn er kommt, dann bin ich tot. Du rennst gegen den Zaun! Wo ist denn der Zaun? Scheiße! Beweg dich doch! Jetzt guck wieder hin! Guck doch! Guck wieder hin und okay. Spiel! Okay. Ich höre ein Keuchen. Das bist du! Wo ist mein Taschenlampe? Lauf zu rennen! Dave, nicht weggucken bei einem Spiel. Nicht weggucken, das geht nicht. Da auf, diese große Angst. Oh. Andersheim. Ja, denk einfach an sowas. Jesus Christ is in heaven now. Ich hätte ja kein Problem damit, von Jesus geraped zu werden, wie in Hotel 686 oder wie es ist. 626. 626. Weil das war ja immer noch lustig. Und sah das aber anders aus, als sie da. Ich werde für morgen Abend spielen wir Poker. Oder gucken den Horrorfilm. Ich spiele Pokémon. Pokémon ist friedlich. Ja, ich spiele dann noch eine Runde Pokémon. 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 Ich setze zwei Pikachus. Asmon! Ich habe das Gefühl, ich habe keine Orientierung. Ist das richtig? Das ist, glaube ich, gewollt von dem Spiel. Seitdem ihr gerade geschrien habt, ich sehe ihn, habe ich das Gefühl, ich sehe den überall. Ich weiß noch nicht, ob er das warum hat. Und die Taschenlampe ist fucking crazy. So, here's my number. So, call me maybe. Und warum geht diese fucking Musik hier los? Guck mich nicht so schief von der Seite an.
Perifere sehen ist eine tolle Gabe. Außer für solche Spiele. Aha. Wichtiges Objekt. Jetzt geht der Shit noch los. Was mich viel mehr nervt als diese Kanonenschläge, dieses. Ja, weil der Typ wahrscheinlich schon längst in meinem Schließmuskel steckt. Ich schleife den hinter mir rum. Das Kriegel auf der Kamera kommt auch noch. Kann er denn so schnell rennen wie wir? Was? Kann er denn so schnell rennen wie wir? Er wird auf jeder Seite schneller. Er kann bestimmt fliegen, weil es Rudolph the Red-Nosed Reindeer ist. Das sagst du jetzt nur so, oder? Nein, wirklich. Nee. Also ich muss sagen, I just met you and this is crazy. So hier sind meine Eingeweide. So hier ist mein Flashlight. So wie der Baby. Nee! Moin! Was ist mit dem? Du kannst Moin, der braucht deine Hilfe! Moin. Max! Also, Lenny! Martin! Ich will zurück nach Skyrim! Jetzt setz dich da hin! Setz dich da hin! Schreck mich nicht! Oh, er macht mich alle! Dave, du musst laufen, wenn du mich jetzt erschreckst, töte ich dich! Wie? Ich muss jetzt laufen? Du machst mich hier alle! Eine scheiß Idee, das zu spielen. Meine, das war Lenny. Ich hab mal schon bei bei dem, dessen Name nicht genannt werden darf, eingeschissen. Keine Alternative geboten. Hast du mal das Headset auf und leidest mit mir? Ja. Du weißt schon, dass ich dir irgendwie in den Oberschenkel beiß, wenn er jetzt vor meiner Fresse auftaucht. Weil er irgendwie in meiner Hose steckt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Ich sehe auch nichts. Das ist gewollt von dem Spiel. Ja, die Taschenlampe war vorne noch heller. Weil du in die Ferne mit der Taschenlampe blendest. Vorhin hast du die ganze Zeit auf dem Boden geleuchtet. Was ist jetzt los? It's dark outside. So better don't go into the forest. Und sag mal, gehen die Batterien in der Zeit leer? Was weißt du ich? Lenny, bleib drin, bleib drin. Hallo! Du warst nicht da, okay. Jetzt bist du dran, jetzt bist du dran. Du darfst so, Leute! Das war's! Lenna! Dave, was ist los? Noch einen schönen Abend! Dave, hast du ihn gesehen? Nein! Hab ich nicht!